Okay, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur Veranstaltung heute Abend. Wie mache ich ein Protestshirt? Tipps und Tricks zum Upcycling und zur Herstellung von politischer Textilkunst. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass wir heute trotzdem uns zu dem Thema austauschen. Eigentlich hätten wir uns als Präsenzworkshop oder in einem Präsenzworkshop treffen wollen. Dieser fällt nun leider aus. Umso mehr freue ich mich, dass wir hier heute Abend dennoch die Möglichkeit haben, uns mit Sigrid zu dem Thema auszutauschen. Genau, heute geht es vor allem dann um die individuelle Handlungsebene, also welche Möglichkeiten habe ich eigentlich als Einzelne oder als Einzelner, auf die Missstände in der Textilindustrie aufmerksam zu machen, und dazu möchten wir uns austauschen. Das ist die letzte Veranstaltung dieser Reihe. Es hätte eigentlich heute oder am Samstag ein Präsenzworkshop sein sollen zum Thema politische Textilkunst, wo wir wirklich gemeinsam aktiv geworden wären. Leider ist es aktuell nicht möglich, und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir das heute auch digital umsetzen können und uns austauschen können zu dem Thema. Unsere Veranstaltungsreihe hat verschiedene Einblicke in die Produktionsstätten von Schuhen und Textilien gegeben. Wir haben die Missstände beleuchtet, der globalen Fashion-Industrie, aber auch Handlungsmöglichkeiten und Alternativen aufgezeigt. Und heute möchten wir mal, geht es vor allem um die individuelle Handlungsebene, also was kann ich als Einzelner, als Einzelne tun, um auch zum Beispiel auf die Missstände aufmerksam zu machen. Und möchten uns heute damit beschäftigen, mit der Frage, wie mache ich ein Protestshirt, möchten uns Tipps und Tricks von Sigrid abholen zur Herstellung von politischer Textilkunst und uns dazu austauschen. Sigrid, jetzt gerade ist sie, da bist du, ich muss sagen, irgendwie ist es bei mir gerade hin und her gesprungen. kurz zu deiner Person. Schön, dass du da bist erstmal. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Du bist Modedesignerin, Fachkraft für kulturelle Bildung und Modebotschafterin. Genau, unter dem Slogan oder Motto "Kauft nicht, näht lieber selbst" verfolgst du mit Sekundär Schick, verfolgst du dieses Motto. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, vielleicht als Einführung, wieso und wann hast du Sekundär Schick gegründet, und was steckt eigentlich dahinter vielleicht als erstes? Genau, also wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich kann auch gerne ein bisschen weiter ausholen, wenn es zu viel wird, bremst mich. Also ich fange mal ganz von vorne an. Also ich bin Kind in der DDR, bin in der DDR aufgewachsen. Wir hatten ja nichts anzuziehen, und deswegen habe ich angefangen zu nähen. Also so schlimm war es nicht. Wir hatten nichts anzuziehen, aber ich hatte halt immer spezielle Wünsche, habe als Teenager angefangen zu nähen, habe vorher immer für meine Puppenkleider genäht und dann für mich selbst irgendwann, habe tatsächlich eben angefangen, die Sachen aufzutrennen, um zu schauen, wie sind die Nähte, habe dann selbst das nachgenäht. Dann ist irgendwann der Berufswunsch entstanden, ich würde gern Modedesign studieren. Das gab es tatsächlich auch in der DDR, diesen Ausbildungsberuf oder dieses Studium. Das Ding war nur leider, dass ich dann aus politischen Gründen in der DDR nicht zum Abitur zugelassen wurde. Das ist eine längere Geschichte, weil das immer diese 50-50-Joker war. Mein Bruder war schon beim Gymnasium damals, also so hieß das damals nicht, aber der hat schon Abitur gemacht, deswegen durfte ich nicht. Also habe ich eine Berufsausbildung begonnen, habe Schneiderin gelernt und habe dann über die Abendschule mit dem Gymnasium, also mit dem Abitur angefangen. Dann kam aber die Wende. Dann war das erstmal alles irgendwie ad absurdum geführt quasi. Und dann habe ich ganz normal das Abitur nachholen können, habe studiert hier in Berlin, also bin dann mit dem Studium nach Berlin gekommen, habe Modedesign studiert, das war noch in den 90er Jahren, und habe dann nach dem Studium tatsächlich erstmal ganz klassisch in der Modeindustrie gearbeitet. Ich habe insgesamt circa 10 Jahre als Modedesignerin angestellt gearbeitet und war auch tatsächlich damals richtiges Fashion-Victim, habe auch Mode wirklich, wirklich viel konsumiert, habe gekauft, und fing aber langsam an, das ganze System so ein bisschen zu hinterfragen. Erstmal war ich ganz froh, ich bin jetzt Modedesignerin, toll, das ist mein Traum, den ich als Kind schon hatte. Aber irgendwie war das alles nicht so toll, weil ich habe festgestellt, so Mensch, ich muss irgendwie immer so fließbandmäßig quasi neue Kollektionen abliefern. Die Kreativität blieb tatsächlich sehr auf der Strecke.
Und ich hatte dann so ein paar Schlüsselerlebnisse. Wir haben halt auch, also ich war in einem Unternehmen, wo natürlich auch die Kleidung in Fernost produziert wurde. Und ich als Designerin war immer auch zuständig für die gesamte Abwicklung der Produktionsaufträge. Also ich musste das mit den Mustern planen, weil wann welches Muster kommt, also Farbmuster, Passformmuster und Stylingmuster und wie das alles, was es da alles für Muster gibt. Und eben auch die Terminierung der Lieferungen, wann das zu uns kommt, damit es pünktlich in den Geschäften nachher hängt. Und da gab es so ein paar unangenehme Erlebnisse. Eines davon war, dass tatsächlich wir hatten einen Auftrag für, ich glaube, es waren nicht so viel, ich glaube 150.000 Jeanshosen, die geliefert werden sollten. Der eine Punkt war schon, dass es waren weiße Hosen mit einer weißen Sternenapplikation. Der Punkt war schon immer, die waren immer nicht weiß. Und wo ich schon immer gesagt hatte, Mensch, das kann doch nicht sein. Also ich erinnerte mich an mich selbst, ja, wenn man so ein bisschen schwitzt, dann werden die Hände klebrig und dann ist das, was weiß war, irgendwie nicht mehr weiß. Das heißt, man muss sich irgendwie etwa einmal in der Stunde Hände waschen gehen. Und das habe ich dann mit unserem Agenten vor Ort versucht immer zu klären. Schickt doch mal bitte die Näherinnen regelmäßig Hände waschen, damit die Kleidung nachher weiß bleibt. Also so naiv, wie ich tatsächlich nach dem Studium war mit Anfang 20. Das war nicht so einfach. Irgendwann haben wir dann aber tatsächlich weiße Muster bekommen. Das wurde aber anders gelöst, das Problem, dass nämlich nachher die Hosen komplett, wenn sie fertig waren, einmal gewaschen wurden, damit sie nachher wieder weiß waren. Ich wusste nicht, warum die damals nicht Hände waschen gehen können. Ich glaube, aber alle, die hier sitzen, wissen das. Oder soll ich es nochmal betonen? Ne? Es ist halt nicht so einfach. Man wird nach Zeit bezahlt. Man darf nicht einfach zur Toilette gehen. Viele Frauen, meistens sind es Frauen, die da arbeiten, verkneifen sich tatsächlich was zu trinken, damit sie eben während der Arbeitszeit nicht zur Toilette gehen können müssen, damit sie ihr Soll schaffen können und so weiter. Also das wusste ich damals noch nicht. Da war ich wirklich irgendwie nach dem Studium sehr naiv. Das habe ich dann bitter lernen müssen. Naja, und dann das Erlebnis, was mich dann zu einem quasi Ausstieg aus der klassischen Mode bewegt hat, war, dass dann eben die Ware, die sollte verpackt werden und die sollte per Schiff nach Bremen zum Hafen geschickt werden. Also quasi einmal um die Welt herum von Myanmar oder Bangladesch. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ist ja jetzt inzwischen schon zum Glück etwas länger her. Und zwei Tage bevor die Ware aufs Schiff gehen sollte, also in den Container gehen sollte, rief unser Agent dort vor Ort ganz aufgeregt an: Frau Siegfried, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Und ich so, was ist denn los? Ja, wir haben hier einen Tsunami oder irgendwie so ein Unwetter und unsere Ware schwimmt im Meer. Und ich so, ups, okay, Problem. Das muss ich mit meinem Vorgesetzten klären. Also wie gesagt, ich war ja nur angestellte Designerin. Ich also zu meinem Chef hin, habe ihm diese Situation erklärt und daraufhin meinte er so, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wir haben einen Termin, wann die Ware im Geschäft hängen soll. Dann sollen die das neu produzieren und eben dann, wir haben ja noch 6 Wochen Zeit, dann sollen sie es halt per Luftfracht schicken und dann schaffen wir das noch pünktlich, dass es dann in unseren Geschäften hängt. Ich dann so, scheiße, ich bin jetzt der Überbringer der schlechten Nachricht. Ich wieder da angerufen, ne? Also, wissen Sie, die Ware muss jetzt neu produziert werden und per Luftfracht verschickt. Da hörte ich dann Schluckwürg am anderen Ende. Also das heißt nämlich, die mussten neue Ware kaufen. Also den Baumwollstoff, Reißverschlüsse, Nieten, Nähfaden. Dann musste die ganze Ware neu produziert werden. Das heißt, Näherinnen, sind ja meist Frauen, mussten sich hinsetzen, alles neu nähen. Das mit einer Menge von, ich glaube, 150.000 waren das. Dann war das Problem, dass ja in der Fabrik eben, das ist ja alles getaktet, die haben ja ihre Aufträge platziert. Das heißt, das haben die jetzt nicht im regulären Rhythmus gemacht, sondern ich gehe davon aus, dass das dann irgendwie nach Feierabend, so nennen wir das ja, dann halt überstundenmäßig noch dazwischen geschoben wurde. Und dann sollte es verpackt werden und per Luftfracht verschickt werden. Und Luftfracht heißt, es wird nach Gewicht bezahlt. Es ist nicht wie auf dem Schiff, wo man einen Container voll machen kann, wo es nach Volumen der Preis berechnet wird, sondern Luftfracht nach Gewicht. So eine Jeanshose, wissen wir alle, wiegt ein bisschen was und 150.000 wiegen ein bisschen mehr als ein bisschen was. Also alles in allem ein ganz schönes finanzielles Desaster für unseren Produzenten vor Ort. Also
hat ja kaum noch jemand eigene Produzenten, sondern es war eine Firma, die im Auftrag für uns die Sachen produziert hat. Das wurde dann auch alles so gemacht, die Ware hing pünktlich im Geschäft und für mich war es aber wirklich so ein Anlass, mein tatsächliches bisheriges modisches Dasein komplett zu überdenken und zu sagen, das will und kann ich nicht mehr, ich muss da raus. Ja, aber was mache ich nun? Also ich habe jetzt halt mein Abitur, also ich habe ein Fachabitur gemacht, speziell im Modebereich. Ich habe 5 Jahre Studium hinter mich gebracht, das und eine Berufsausbildung als Schneiderin. Das sind also 10 Jahre Ausbildung, 10 Jahre Berufserfahrung. Was mache ich jetzt damit? Ich kann jetzt ja nicht was völlig anderes machen. Also könnte ich schon, aber ich wollte halt nicht das, was ich alles gelernt habe, so völlig ad acta legen. Und habe wirklich überlegt. Dann kam der Plan B wie Baby. Also ich habe erst mein Kind zur Welt gebracht und ein zweites. Dann hatte ich Zeit zu überlegen. Und in diesen 3 Jahren, die ich dann da pausiert habe, ist tatsächlich der Plan gereift, quasi mit dem, was ich mache, also dieses selber machen, Workshops anzubieten. Also ich habe ja als Kind der DDR schon immer selber an meinen Sachen irgendwie rumgeschnippelt. Zum einen aufgrund meiner überaus überragenden Körpergröße passen mir nie die Sachen. Nee, das Gegenteil ist natürlich der Fall. Also mir ist halt immer alles viel zu groß und zu lang und zu weit. Deswegen habe ich eh schon immer angefangen, dran rumzunähen. Und mir hat auch das nie so gefallen, wie es das in den Geschäften gab. Deswegen habe ich auch immer irgendwie dran rumgeschnippelt und immer irgendwas verändert. Und im Freundeskreis hieß es auch immer so, oh Mensch, Sigrid, kannst du nicht mal und kannst mir sowas auch mal nähen? Und ich hatte eigentlich nie Lust, anderen Leuten sowas zu nähen. Und dann ist halt die Idee gereift, ja, warum eigentlich nicht das quasi, ich zeige den anderen, ich zeige dir, wie es geht und dann kannst du es machen. Und das war jetzt vor auch inzwischen über 10 Jahren, wo ich quasi Sekundärschick gegründet habe, damals sogar noch mit einer Kollegin zusammen. Und seitdem gebe ich in verschiedensten Bereichen eben diese Workshops, wo wir, naja, schon zum einen auch so ein bisschen die theoretischen Wege erstmal ergründen, woher kommt unsere Kleidung, unter welchen Bedingungen wird unsere Kleidung hergestellt, welche Auswirkungen hat das auf die Natur, welche Auswirkungen hat es auf die Menschen, die diese Kleidung produzieren, was steckt da alles drin. Und dann eben, nachdem wir das alles wissen, so okay, jetzt erschlägt mich diese Information, was will ich jetzt machen, jetzt kann ich ja eigentlich gar nichts mehr kaufen, so dann eben Alternativen zu finden. Wie kann ich eben trotzdem modisch und schick und nicht immer gleich gekleidet sein? Und diese Alternativen sind dann eben genau, hier sieht man es im Hintergrund, eines ist Kleidertausch, was ich regelmäßig veranstalte. Zum anderen ist eben auch das Upcycling, das heißt, dass wir mit alten Sachen, die schon vorhanden sind, neu arbeiten oder aber komplett Sachen neu nähen. Wobei auch da wieder beim Stoffkauf das Problem ist so, wo kriege ich einen Stoff her, der wirklich toll und geil ist und der ethisch und ökologisch korrekt hergestellt ist. Und deswegen liegt tatsächlich mein Schwerpunkt auf quasi Altkleider, also aus oder das, was wir bereits im Kleiderschrank haben, zu verwenden und einfach umzugestalten, um damit ja irgendwie immer wieder dem neuen modischen Anspruch gerecht zu werden. Also keiner oder die wenigsten von uns wollen irgendwie 40 Jahre lang die gleichen Klamotten tragen und immer gleich aussehen. Und deswegen, manchmal reichen eben auch so kleine Änderungen, Korrekturen oder auch eben ganz banale Reparaturen, wie Knopf annähen oder gerissene Naht wieder schließen. Solche Sachen und das bringe ich eben in vielen, was heißt bringe bei, das hört sich immer so hochgradig an. Also ich mache das einfach gemeinsam in meinen Workshops mit den Teilnehmenden. Und in der letzten Zeit ist auch immer mehr ein Schwerpunkt meiner Arbeit geworden, dass ich tatsächlich viel mit Jugendlichen arbeite, dass ich viel an Schulen tätig bin und das im Rahmen von Projektwochen, Projekttagen oder auch Projektschuljahren gemeinsam mit den Lehrkräften dort erarbeite und die Schüler dann eben mitarbeiten können. Und das Theoretische, finde ich, ist wichtig, dass wir das erarbeiten, aber ich finde es allein zu trocken. Mir ist es immer ganz wichtig, dass jeder Teilnehmende am Ende dieser Einheit irgendwas hat, was irgendwas in der Hand hat, was er selbst gestaltet hat, was er sie mit nach Hause nehmen kann. Und wenn es kommt nur darauf an, wenn ich nur ganz kurze Zeit habe, da kann das irgendwie nur ein kleiner Schlüsselanhänger sein, den man gemacht hat. Wenn wir, so wie morgen, habe ich jetzt in der Schule wieder ein Projekt, da habe ich jetzt irgendwie mehrere Wochen Zeit gehabt, da kann dann tatsächlich auch ein Kleidungsstück entstehen. Der Lerneffekt ist ganz groß zu sehen, so, boah, es ist echt viel Arbeit, die in so einem Kleidungsstück steckt. Also das dauert wirklich lange, bis man sowas komplett genäht hat.
Und darüber, eben meine Zielsetzung ist dann darüber auch eine größere Wertschätzung für unsere Textilien, im Speziellen für unsere Kleidung zu bekommen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt. Ja, super, aber sehr interessant auf jeden Fall zu erfahren, wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist. Du hast ja gerade gesagt, eigentlich ist es dir wichtig, dass man am Ende etwas in der Hand hält und nicht nur theoretisch drüber redet. Das schaffen wir jetzt heute leider nicht. Das wollten wir eigentlich machen, aber trotzdem finde ich super, dass wir uns auf theoretischer Basis austauschen und genau, einfach von dir so ein paar Tipps und Tricks bekommen, was ist wichtig, wenn ich mich mit dem Thema politische Textilkunst beschäftige, was hast du für Tipps, zum Beispiel um ein Protestshirt zu erstellen oder einen Banner mit einer politischen Message. Du hast ein paar Beispiele mitgebracht und anhand derer du uns so ein bisschen deine Tipps und Tricks darlegen möchtest. Und genau, Fragen, wenn zwischendurch Fragen sind, würde ich sagen, entweder einfach in den Chat und dann im Anschluss können gerne Fragen gestellt werden und dann können wir gemeinsam ins Gespräch kommen. Gerne, genau. Dann ein paar Beispiele. Ich habe hier die einfachste Variante ist erstmal das ist jetzt schon fertig, ein altes T-Shirt zu nehmen. Da eignen sich wunderbar T-Shirts. Da kann ein Loch drin sein, da kann ein Fleck drauf sein, da kann ein doofer Aufdruck sein, den man eigentlich nicht mehr mag. Oder aber es kann auch ein T-Shirt sein, das von der Altkleidersammlung ist. Also wenn man, was weiß ich, zu einem Secondhand-Kaufhaus geht oder bei der Stadtmission Kleider, wie heißt das, Textilhafen, gibt es wirklich die Möglichkeit, per Kilogramm aussortierte Sachen zu kaufen, die sie nicht für die Wohnungslosen benutzen können. Also irgendwie ein altes T-Shirt, das kann gern groß und geräumig sein, weil gerade bei dem Wetter, jetzt wird es kalt draußen, kann man das Shirt ja auch gern über der Jacke tragen. Deswegen ist immer eine große Größe gut. Und dann kann man anfangen. Also wenn da ein blöder Druck drauf ist, kann man den entweder rausschneiden einfach. Dann ist da ein Loch drin. Das ist auch ein Statement. Oder aber wie jetzt bei mir, ich habe einfach mal hier erstmal grob mit der Farbrolle mit Textilfarbe rübergemalt und einfach einen Text draufgeschrieben. Das sind so ganz einfache Sachen. Dann hier hinten, das war ein Werbeshirt, da habe ich die Werbung einfach komplett übermalt und nochmal was draufgeschrieben. Das sind so ganz einfache Sachen. Textilfarbe gibt es tatsächlich inzwischen in fast jedem Bastelgeschäft zu kaufen. Als ich früher als Kind sowas gemacht habe, bei uns in der DDR gab es irgendwie keine Textilfarbe. Ich habe das damals mit Acrylfarbe oder mit Autolack oder so verschiedenen Sachen gemacht. Oder Ausziehtusche eignet sich auch, wenn man, also gerne das nehmen, was da ist. Man kann auch Stifte verwenden. Da gibt es eben auch Textilstifte oder so Multifunktionsstifte. Im Notfall eignet sich auch so ein Edding ganz gut. Dass man einfach da was raufkriegt. Man muss halt nur bedenken, wenn das nicht wasserdicht ist, wenn man in Regen gerät, ist es ungünstig. Also es wäre schon gut, wenn es irgendwie mehr oder weniger wasserfest ist. Aber so ein Edding hat ja fast jeder zu Hause und das eignet sich erstmal so ganz gut. Das kann man dann möglicherweise nicht 100-mal waschen, aber dann kann man ja auch das Shirt wieder neu gestalten. Das ist so wirklich die ganz einfache Sache. Also das war auch tatsächlich, das ist ein Shirt, das habe ich für unsere allererste Fridays for Future Demo gemacht, als ich mit meinen Kindern hingegangen bin. Da haben wir uns alle drei so ein T-Shirt gemacht und jeder hat jetzt einen anderen Spruch aufgeschrieben. Meine Kinder wollten ihre leider jetzt nicht rausrücken, dass ich zeigen kann, aber das ist meins, das ich anhatte. Genau, hatten wir alle eigentlich die gleichen Shirts, auch mit den gleichen Farben, dass man sieht, wir gehören zusammen, aber jeder hatte seinen eigenen Spruch darauf geschrieben. Und ja genau, meine Tochter hat irgendwie draufgeschrieben, irgendwie wir sind am Arsch, das Klima stirbt oder irgendwie sowas in der Art, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber dann schon in ihrem Teenager-Jargon schon etwas dramatischer ausgedrückt, als ich das jetzt mache. Ich habe halt einfach nur hier Fashion Kills Climate oder Fashion for Climate. Also es geht ja darum, eben auch unsere Mode verträglich für die für unser Klima zu gestalten, weil Mode ist ja tatsächlich einer der größten Klimakiller. Ne? Das war ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ist jetzt nicht mit den entsprechenden Statements, aber das kann man sich jetzt mal vorstellen. Also das hatte ich mal für Weihnachten gemacht, das war ein Muster. Aber diese Motive, die da drauf sind, das kann man wunderbar auch als Buchstabe machen. Und dann kann man sich Buchstaben ausschneiden und auf so ein T-Shirt aufkleben oder aufnähen. Als Hilfsmittel eignet sich da ganz prima so ein doppelseitiges Klebevlies. Das habe ich immer. Das heißt, man kann im Prinzip
den Stoff auf dieses Vlies auflegen, dann kann man den Buchstaben ausschneiden, dann kann man das aufbügeln, mit dem Bügeleisen kleben und dann kann man diesen Buchstaben, den man ausgeschnitten hat oder die Zahl, die man haben möchte, aufs T-Shirt aufbringen und aufbügeln und dann hält das erstmal. Es gibt da verschiedene Klebenuancen, also wenn man ganz sicher sein will, kann man das dann nochmal rundherum aufnähen. So wie ich das hier gemacht habe, ich halte das mal ran, hier sieht man bestimmt die Naht rundherum. Kann man auch einfach mit der Hand aufnähen, also wenn man keine Nähmaschinen zur Hand hat, das sind so ganz einfache Sachen. Aber eben, also dieses Klebevlies ist wirklich, ist Gold wert. Das gibt es hier, das ist einfach so ein einfaches. Es gibt dann die elegantere Variante, die hat noch so ein Trägerpapier, dann kann man auch erst hier auf das Papier, ihr hört das rascheln, ne? Dann kann man auch direkt auf das Papier aufzeichnen, was man da für einen Buchstaben oder eine Zahl oder für ein anderes Motiv haben möchte. Und dann sucht man sich irgendeinen kontrastfarbigen Stoff für das T-Shirt, schneidet das aus, bringt das zusammen. Wollte ich ja live und in Farbe mit euch machen, können wir jetzt leider nicht, deswegen kann ich nur drüber reden. Aber das sind so ganz einfache Sachen. Also wie gesagt, altes T-Shirt und das Gestalten mit einer Botschaft, die man vermitteln möchte, ist eine ganz einfache Möglichkeit, wo ich auch festgestellt habe, dass auch die Teenager da wirklich gerne bei der Sache dabei sind und das gern mitmachen. Was schwierig ist, weil jetzt hier, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand fragte, wie es mit Jugendlichen gut ist, wenn man sowas in der Gruppe macht, ich sage das auch immer, bringt mal bitte ein aussortiertes Kleidungsstück mit. Das klappt im besten Falle mit der Hälfte der Klasse, mit der anderen Hälfte eher nicht. Deswegen habe ich halt immer als Quelle tatsächlich die Stadtmissionen oder eben auch hier bei mir in der Nähe gibt es auch eine Altkleidersammelstelle, mit der ich gut kooperiere, wo ich dann kostengünstig oder manchmal auch genähte Mund-Nasen-Masken kriege ich dann irgendwie T-Shirts und die kann ich dann wunderbar verwenden für solche Aktionen. Wie gesagt, wenn da schon was drauf ist, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Man kann es entweder wegschneiden oder was drüber machen oder hier zum Beispiel, genau, wenn hier so ein Viereck drauf ist, man könnte auch einfach so ein Viereck erstmal draufsetzen, an Stoff draufsetzen oder mit Farbe drüber malern und dann hat man eine wunderbare Leinwand, auf der man dann agieren kann. Also da kann man einfach ganz kreativ werden. Das nächste wäre dann, dass man auch einen Banner gestalten kann. Dafür eignen sich wunderbar, ja, so wie wir es früher mit den Protestplakaten gemacht haben, Bettwäsche. Bettlaken, Bettwäsche, Tischdecken. Das sind wunderbare Untergründe, wo man dann großflächig ganz tolle Sachen raufbringen kann. Wenn man das groß haben möchte, kann man das mit Besenstielen oder mit irgendwelchen anderen Stange aus dem Kleiderschrank oder was auch immer, dass man es gut transportieren kann, verwenden. Auch da die gleiche Vorgehensweise, Buchstaben raufmalen oder raufkleben mit verschiedensten Techniken. Was in letzter Zeit auch immer ganz gutes Thema ist, sind diese Werbebanner, die es bei jeder Veranstaltung gibt. Die kann man auch wunderbar verwenden. Entweder man nimmt die Vorderseite, wo schon was drauf ist und pappt einfach noch was darüber. Oder nimmt halt die Rückseite, die ja dann weiß ist, damit man dann was Cleanes hat, wo man dann die Message raufbringen kann. Muss man nur gucken, wenn man das dann trägt auf der Straße, dass ja die Rückseite immer noch zu sehen ist. Also wenn das jetzt ein H&M-Werbebanner ist und wir aber für saubere Kleidung protestieren, könnte das sich so ein bisschen konterkarieren. Also da müsste man das andere dann möglicherweise noch irgendwie mit rotem Klebeband abkleben, um da irgendwie auch noch ein Statement zu vermitteln. Eine dritte Variante, das war dann bei uns bei den nächsten Future Fridays for Future Demos, habe ich das getan. Ich hole das mal ran. Ja. Mein heißgeliebter Altkleider Blazer, ein Wollsakko, ein Herrensakko mit diversen Mottenlöchern, was in der Altkleiderkiste war. Was ich auch mal von der Stadtmission irgendwie, das hatten wir mal als Muster bei einer Veranstaltung und dann ist es liegen geblieben. Und irgendwann dachte ich so, Mensch, das eignet sich ja gut. Also über die Mottenlöcher habe ich einfach hier so ein Vogelschiss drauf gemacht. Da kann man, da gibt es so Bügelfolien, mit denen kann man arbeiten, aber ansonsten kann man auch ganz einfach, hier war was drauf, das habe ich einfach auch mit Farbe übermalt. Bei der Rückseite genau das Gleiche, mit einem Farbroller drüber. Mein Statement draufgeschrieben mit einer Farbe. Bei dunklen Sachen eignet sich es ja immer ganz gut, dann eben wirklich einen hellen Untergrund zu schaffen, weil man sonst ja die Farbe nicht so gut sieht. Also wenn ich jetzt hier mit dem Pink raufgegangen wäre, weil ich mag halt Pink, ne, hätte man das nicht so gut gesehen. Hier vorne kann man sehen, dass ich diese, kann man nicht richtig sehen, ne, diese Schere, die war eigentlich nur in Pink am Anfang
Und da die wirklich kaum zu sehen war, habe ich da jetzt nochmal so eine weiße Schere drumherum gemacht, dass man das besser erkennen kann. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen... Also das sind so Stellen, genau. Und hier waren halt auch ganz viele Mottenlöcher, die ich einfach beseitigt habe. Wobei ja bei so einem Protestshot finde ich es auch nicht schlimm, wenn das irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen abgeranzt aussieht. Also wenn da Löcher drin sind. Aber das ist jetzt tatsächlich ein Kleidungsstück, das ich eben nicht nur auf den Demos trage. Das habe ich zwar ursprünglich mal für die Demos gemacht, aber das ist ein Blazer, den ich inzwischen sehr, sehr gern trage und der zu vielen Anlässen passt und ja, wo ich auch immer dann sehr schön halt zeigen kann, wie man aus einem viel zu großen Herrensakko was Passendes machen kann. Ich habe dann nämlich, genau, das ist, wenn ein bisschen weiter geht, also eigentlich ein Riesenteil. Normalerweise wäre das so, ist halt ein paar Nummern zu groß und dann habe ich hier mit so einem Steckverschluss das einfach hier vorne und hier an der Seitennaht, dass man das zumachen kann und schon habe ich da das ein bisschen auf Teile gebracht. Das kann man auch noch ganz einfach machen, wenn man einfach einen Gürtel nimmt und den umbindet, dass man auch so ein Teil wieder auf Form bringen kann, wenn man das möchte, wenn man ein bisschen figurnah haben möchte. Also das sind jetzt so die groben Beispiele, die ich hier vorbereitet habe. Das ist, wie gesagt, alles mit einfachsten Mitteln, die meisten zu Hause haben oder die man sich relativ einfach besorgen kann. Also wie gesagt, wer keine Textilfarbe zu Hause hat, mal gucken, was hast du für Farbe zu Hause. Man kann es theoretisch auch mit den Schulmalfarben machen von den Kindern oder die man noch aus dem Kreativunterricht zu Hause hat. Da ist halt nur die Herausforderung, dass die Sachen dann nicht wasserfest sind. Also wenn es im Sommer ist, ist es kein Problem. Bei Sonnenschein funktioniert das wunderbar. Wenn es anfängt zu regnen, löst sich dann irgendwie alles in Wohlgefallen aus. Ich meine, man kann da ja auch ein Happening draus machen. Also wenn man da ordentlich Farbe raufgeklatscht hat und dann der Regen das alles so runterwäscht, kann durchaus auch zum Demonstrationsthema passen oder zum Protest. Also wie gesagt, der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man kann sich da voll austoben und voll loslegen. Sind da jetzt Fragen zu oder ist das alles soweit klar? Genau, ich würde auch sagen, wenn ihr direkt dazu Fragen habt, dann meldet euch gerne und schreibt im Chat zu dem, was Sigrid uns gerade sehr anschaulich gezeigt hat. Oder wenn ihr weitergehende Fragen habt, gerne stellen. Sonst erzähle ich einfach noch weiter ein bisschen. Ja, gerne, genau. Du hast ja auch schon gesagt zu der Herkunft der Materialien, das sag mal, das hatten wir auch schon besprochen, quasi dieser Aspekt, dass man möglichst oder wenn es geht, gar nicht versucht, neue Sachen zu kaufen, sondern wirklich auf das, was es gibt und was es ja im Überfluss gibt, zurückgreift. Da hast du ja auch schon ein paar Dinge und ein paar Anlaufstellen genannt, wo man sozusagen die Rohstoffe herbekommen kann. Das fand ich jetzt auch nochmal ein guter Hinweis. Und da, denke ich, hat jeder ja auch was zu Hause. Und interessant fand ich auch noch, da hatten wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, dass es ja auch immer mehr Protest-Shirts zu kaufen gibt. Das natürlich dem auch sehr widerspricht, was du gerade geschrieben hast, dass man alte Sachen nutzen soll, um selber sein Statement natürlich in die Welt zu bringen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen zu diesem Trend. Genau, richtig. Ja, stimmt. Hätte ich beinahe vergessen, haben wir im Vorfeld gesprochen. Ja, also es gibt ja momentan bei diversen Anbietern oder schon seit einer Weile diese Statement-Shirts zu kaufen, wo coole Sprüche drauf sind, durchaus auch kritische Sprüche drauf, wo ich, wenn ich mir das so anschaue, gestehen muss, die sind ansprechend gestaltet. Das sieht ganz nett aus. Es dann auch durchaus in den Fingern kribbelt, sowas zu kaufen, aber man sich da tatsächlich mal zurückhalten sollte, weil das würde ja unser Thema total konterkarieren. Also, weil genau diese T-Shirts, selbst wenn die kritische Botschaften drauf haben, die sind ja unter genau diesen Bedingungen hergestellt, gegen die wir eigentlich protestieren wollen. Und deswegen
kauft sie nicht wirklich. Also ich meine, klar kann man sich von den Sprüchen auch inspirieren lassen und dann kann man sagen, okay, ich nehme selber ein Edding und male mir das hier rauf oder ich schneide das aus und klebe es darauf. Ach so, genau, eine Variante, man kann natürlich auch mit Klebeband wunderbar so Sachen bekleben, kann da so ein Tape draus machen. Das ist auch, also so Tape Art, das ist auch cool für so eine einmalige Aktion. Das funktioniert dann auch super, aber bitte, bitte nicht diese Protest-Shirts. Also das bei diesen Fast-Fashion-Anbietern kaufen, weil das ist, also ich finde es ein Unding, dass es sowas gibt. Da wollen sie sich irgendwie so ein gesellschafts- und konsumkritisches Image anscheinend verpassen. Also gerade bei H&M ist das ja so, die springen ja wirklich, also gibt es ja nun schon sehr lang und die springen eben wirklich auch auf jeden Zug auf, den es modisch gesehen gibt. Deswegen sind sie ja auch so lange erfolgreich, seit vielen, vielen Jahren am Markt, aber haltet euch zurück. Also ich selbst habe wirklich seit langen, langen Jahren keine neue Kleidung mehr gekauft. Also ich habe selbst für meine Kinder ganz wenig, also ja, Unterwäsche und Socken, muss ich gestehen, das ist ein schwieriges Thema. Da kaufen wir neu, aber sonst normal Hose, Pullover, Jacke, Schuhe, selbst Schuhe auch, kaufen wir zu 95% wirklich Secondhand. Und da gibt's ja diverse Quellen. Also bei mir in der Nähe gibt es zum Beispiel so ein, das nennt sich so ein Sozialkaufhaus. Also da können Leute ihre Sachen hinspenden. Also das ist nichts anderes als ein Secondhand-Kaufhaus. Nur, dass das eben von einer sozialen Einrichtung betrieben wird. Und da, also ich finde das eine wunderbare Einkaufsmöglichkeit. Also das ist so mein Shopping-Erlebnis. Ich gehe dort rein und schaue und wenn ich da irgendwie einen tollen Stoff finde, also eine alte Bettwäsche, wo ich denke, boah, da kann ich aber super irgendwie was draus gestalten, dann ist das tatsächlich mein Einkaufserlebnis, das ich dann habe. Oder auch wenn die Kinder sagen so, hey Mama, ich brauche eine neue Hose, dann sage ich als erstes, geht doch bitte mal da gucken, ob ihr da eine findet. Ansonsten gibt es ja diverse Secondhand-Geschäfte hier in Berlin, wo man auch einkaufen kann. Und wenn das nicht klappt, genau, nächste Station immer auch noch Kleidertausch. Ist auch immer eine super Sache, um sich zum einen seiner eigenen Schrankhüter zu entledigen und zum anderen eben wieder neue Garderobe zu bekommen, die natürlich nicht neu ist, sondern die aber für mich neu ist. Weil es ist tatsächlich so, ich habe das jetzt vor kurzem erst gelernt ich glaube, die Kering AG, die hat das mal untersucht, dass sie sich an welcher Stelle im Produktionsprozess unserer Bekleidung entstehen die meisten Emissionen, nenne ich es jetzt mal. Und das ist tatsächlich die Herstellung des Stoffes, also des Materials, wo die meisten unangenehmen Auswirkungen auf unsere Umwelt entstehen. Und deswegen ist es wirklich gut, eben Sachen zu verwenden, die schon da sind. Und da gibt es auch so ein Tool, da kann man, also falls das jemand interessiert, kann ich das nachher auch nochmal raussuchen, einen Link, da gibt es so eine Website, wo man das selber überprüfen kann. Das ist noch eine kleine App sogar. Das ist sehr rudimentär noch, aber wo man auch als Designer schauen kann, wenn ich ein Produkt entwickle, welche Zutaten habe ich, welche Alternativen habe ich, damit der ökologische Fußabdruck tatsächlich geringer wird. Also wie gesagt, das, was vorhanden ist, ist das Grünste, weil da sind diese Schadstoffe schon mal entstanden. Und es ist so, dass wir alle viel zu viel Kleidung besitzen. Also ich schließe mich da nicht aus. Mein Kleiderschrank ist immer noch voll, obwohl ich seit 10 Jahren fast nichts mehr gekauft habe. Und es gibt so eine Studie, ich kann mir immer so schlecht Zahlen merken, das ist mein Problem, aber es gibt so eine Studie, dass wenn wir von heute auf jetzt aufhören würden, Kleidung zu produzieren, dass man, ich glaube, auf 2 oder 3 Jahre alle Menschen auf der Welt ausreichend mit Kleidung ausstatten könnte. Also die Zahlen sind jetzt gerade mit Vorsicht zu genießen, aber wenn man aufhören wollte, man könnte über mehrere Jahre tatsächlich alle Menschen auf der Welt einkleiden. Und damit schließen wir auch die ein, die momentan am anderen Ende der Welt eben keine ordentliche Kleidung, also ordentlich nenne ich es mal, keine ausreichende Kleidung zur Verfügung haben. Also das finde ich erschreckend. Oder auch, was ich mit den Schülern immer arbeite, die Untersuchung von Greenpeace ist schon eine Weile her, auch vor 2, 3 Jahren, hat ergeben, dass wir wohl statistisch gesehen in Deutschland 60 Kleidungsstücke pro Jahr kaufen. Da zählen nicht Unterwäsche und Socken und sowas rein, sondern tatsächlich nur eben Hose, Jacke, Pullover und so weiter. Und das ist dann für die Schüler dann auch immer erschreckend zu sehen. Die wissen immer gar nicht so, oh, das Jahr hat ja nur 52 Wochen. Das heißt, man kauft mehr als einmal in der Woche ein Kleidungsstück. Und das im Schnitt, da zählen eben auch die Omas und die Opas rein und auch die Babys, welche ja bekanntlicherweise recht wenig konsumieren.
Also die Babys brauchen schon öfter was, weil sie wachsen. Aber Omas und Opas kaufen kaum noch was, weil die haben genügend. Und das heißt, es gibt eine kleine Menge von Menschen, die kaufen bestimmt 2, 3 Kleidungsstücke im Jahr. Also ich zähle ja auch rein in die Statistik und ich habe seit 10 Jahren nichts gekauft. Also es gibt halt welche, die kaufen dann irgendwie 2, 3 oder noch mehr Kleidungsstücke im Jahr. Und dann gibt es eben auch viele, die deutlich weniger kaufen. Das finde ich auch ganz erschreckend. Habe ich jetzt eigentlich die Frage beantwortet? Ich weiß gar nicht mehr, wie die war. Naja, es ging darum, um die Protest-Shirts, die man jetzt auch immer mehr in Läden kaufen kann. Genau, ja. Du hast ja jetzt gerade schon viel über die, quasi über die Stoffe oder die Rohstoffe sozusagen gesprochen, die man nutzen kann. Es gibt jetzt eine Frage, ob es denn quasi, wenn man jetzt nicht Secondhand-Stoffe hat, sondern wenn man jetzt irgendwie was nehmen will, wo man sagt, ich möchte jetzt einen neuen Stoff haben oder ich brauche einen ganz speziellen Stoff, den ich sonst nicht finde. Was für Quellen gibt es denn für öko- und faire Stoffe? Hast du da Tipps? Also ich muss gestehen, das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht so gut auskenne, da ich eigentlich keine Stoffe kaufe, sondern wirklich tatsächlich eben durch die Secondhand-Läden ziehe und dort Bettwäsche und Vorhänge als ein wunderbares Objekt der Begierde entdeckt habe, wo man neue Sachen draus nähen kann. Ansonsten gibt es, also hier in Berlin gibt es Lebenskleidung, wo man Ökostoffe kaufen kann. Oder aber ich habe mal jetzt online geschaut, weil eine Freundin auch einen Stoff gesucht hatte. Also es gibt inzwischen viele Online-Stoffanbieter, die nicht ausschließlich Ökostoffe anbieten, aber wo man, wenn man, man kann das im Prinzip direkt in die Suchmaske eingeben, ob man jetzt einen Biostoff haben will oder ob man tatsächlich sogar noch einen GOTS-Zertifizierten haben möchte. Also wo der Standard einfach nochmal die gesamte Kette umfasst, ein bisschen höher ist als nur, nicht nur, dass der Stoff Bio ist, sondern dass sie eben auch unter möglichst guten Bedingungen produziert sind. Also es ist, wir wissen alle, es ist noch ein bisschen kompliziert, aber das wäre auch so eine Möglichkeit noch. Gibt es denn sonst Fragen von euch, die ihr direkt stellen möchtet? Entweder im Chat oder einfach genau euch euer Video anstellen oder ohne Video gerne das Mikro anstellen und Fragen stellen. Keiner möchte? Ah doch, da sehe ich jemanden. Ja, ich würde gerne mal fragen, also du kannst ja jetzt nähen und also ich bin so Hobby-Näherin irgendwie und ich finde es total schwer, aus Sachen, die schon da sind, was Cooles zu machen. Also du hast es jetzt mit den Protest-Shirts erklärt, das habe ich gut verstanden, aber wenn ich jetzt so für mich irgendwas nähen will, das ist mir quasi unmöglich, weil mir dann immer nichts einfällt. Aber ich mangel es mir einfach kreativ. Keine Ahnung. Kann ja sein. Also das ist Also ja, das ist schon ein größerer Prozess, der dahinter steckt. Man kann sich aber wunderbar tatsächlich im Netz informieren. Also es gibt ja heute mit Pinterest und wie sie alle heißen, tolle Portale, wo man einfach auch mal Ideen sammeln kann, wo man eingibt, also entweder ich habe eine Jeans, was kann ich daraus machen? Oder aber ich will das und das haben, wie kann ich das machen? Und da muss man auch nicht immer das Stichwort Upcycling eingeben, finde ich, für eine Idee, sondern kann man einfach so mal Ideen sammeln. Und dann, wenn man eben, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich dann was gefunden habe, was ich haben möchte, dann gibt es die Möglichkeit, entweder ich kaufe mir ein Schnittmuster, und lege das dann und nehme halt das Teil, was ich da habe, muss es dann irgendwie auseinanderschneiden, damit ich das rauflegen kann und wieder neu zuschneiden kann. Oder aber ich nehme halt so ein Kleidungsstück und drapiere das einfach an der Puppe oder an meinem Körper mal so ein bisschen rum. Also das gerade bei so älteren T-Shirts, also das mache ich, gebe ja auch so regelmäßig an der Volkshochschule so Kurse. Und da ist das auch so, dass wir da manchmal wirklich ganz kreativ sind. Wir nehmen einfach mal eine Schere und schneiden einfach mal da rein und machen mal dort und dann wird ein Knoten reingemacht oder so. Also ganz kreative Sachen. Das Einzige, was man bedenken muss, man muss es halt nachher noch an- und ausziehen können. Das sind so elementare Sachen. Aber man kann sich da wirklich ganz prima austoben. Oder eben 2 Sachen einfach zusammennähen und was Schickes draus machen. Worauf man halt achten soll, sind so diese strategischen Stellen, die bei Kleidungsstücken immer schnell kaputt gehen. Also wenn man jetzt eine alte Hose hat, ist eben oftmals, sind die Knie die Schwachstellen und eben auch im Schritt.
Das sind die Stellen, wo es meistens kaputt ist. Das heißt, wenn man irgendwas machen will, sollte man entweder da kreativ mitarbeiten oder aber eben diese Stelle aussparen, wenn man was zuschneidet. Und genau, also es gibt halt diese grundsätzlichen Sachen beim Upcycling, dass man einerseits sagt, ich gestalte ein Stück, wo man tatsächlich sieht, was es vorher war. Also dass ich mit einem Kragen, der vorher war, irgendwie arbeite, der dann aber an einer anderen Stelle steckt. Da habe ich jetzt hier auch gerade noch so, es ist weiter weg, habe ich auch so ein Teil, wo ich irgendwie, das war so eines meiner ersten Upcycling-Projekte, da habe ich ein Herrenhemd von meinem Mann genommen, habe irgendwie überlegt, so, was kann ich damit machen? Und habe das irgendwie quasi umgedreht. Das heißt, die Knopfleiste, die hier war, die hatte ich dann hier auf der Schulter und habe die Ärmel, die waren, also das heißt, Vorder- und Rückenteil waren bei mir die Ärmel und die Ärmel wurden bei mir zu Vorder- und Rückenteil. Dann habe ich an der Seite ein Stück eingesetzt und dann die Länge noch verlängert, sodass das ein Kleid wurde. Und ja, das fällt inzwischen auseinander, weil ich das viel getragen habe. Aber da habe ich viel Lob immer dafür geerntet und habe das auch viel auch mit Schülern und innen nachgearbeitet. Genau, also man kann eben wirklich mit diesen Elementen, die da schon da sind, arbeiten. Das hat einen gewissen Charme. Das ist aber, finde ich, die schwerere Möglichkeit. Einfacher ist es tatsächlich, so ein Stück Plan auf den Tisch zu legen und zu sagen, ich schneide einfach neu zu, verwende einfach nur diesen Stoff, der da ist. Aber da ist natürlich der Verschnitt größer. Also da bleibt halt mehr übrig, als es möglicherweise bei so einer Umgestaltung ist. Oder auch wie bei dem hier, wo halt wirklich, da habe ich gar nichts weggeschnitten. Da habe ich einfach nur die zu langen Ärmel umgekrempelt. Da könnte ich mir irgendwann nochmal Bündchen ranmachen, dass es mir passt. Und habe halt irgendwie das, was zu weit war, mit diesem Steckverschluss gemacht. Also so, das sind so ganz einfache Ideen, die man machen kann. Was eben auch sich immer wunderbar eignet, wenn jetzt irgendwie ein Kleidungsstück zu eng geworden ist, also ein Rock oder Hose, die zu eng geworden ist. Wir Frauen sind ja dann doch meistens an den Hüften etwas, mit zunehmendem Alter wächst man da auch nochmal an den Hüften. Und da ist es ganz schön, sowas dann quasi als Oberteil zu verwenden. Also wenn es in der Hüfte zu breit ist, passt es mir möglicherweise am Kragen. Also kann ich irgendwie aus einer Hose oder aus einem Rock ein kleines Oberteil machen und einfach noch ein paar Ärmelchen einsetzen oder die Hosenbeine als Ärmel verwenden oder irgendwie so einfach so ein bisschen, ja, um die Ecke denken manchmal. Also mir hat es am Anfang geholfen, einfach mal so ein bisschen hin und her zu drapieren und zu schieben und dann eben auch mal die Schere zu nehmen und zu schneiden. Okay. Hier hat noch jemand was geschrieben. Genau, ich glaube, Helen hat die Links, du hattest genau. Die Quellen genannt, da nochmal eingefügt, dass man da nochmal schaut, wo man Materialien herbekommen kann. Gibt es denn sonst noch Fragen an Sigrid? Um von ihrer praktischen Erfahrung zu lernen, wenn ihr selber Shirts gestalten wollt oder andere Kleidungsstücke oder Protestbanner oder was auch immer. Sonst erzähle ich so lange noch eine andere Sache, wo man eben auch gut ich gehe davon aus, die meisten wissen es, aber ich kann es ja trotzdem noch mal erwähnen, wo man gut an Kleider, an Secondhand-Kleidung kommt. Wenn man jetzt, momentan dürfen ja die Kleidertauschpartys auch eher nicht stattfinden, das sind so Online-Portale wie Kleiderkreisel und wie das alles heißt. Also da kann man auch wunderbar eben schauen, manchmal gibt es da kostenlos Sachen, manchmal kann man tauschen und manchmal kann man es eben auch zu einem mehr oder weniger günstigen Preis kaufen. Also muss man dann selber entscheiden, ob es einem das wert ist oder nicht. Also das ist tatsächlich momentan die Lieblingseinkaufsquelle meiner Tochter. Schickt mir dann irgendwie immer täglich Links vom Kleiderkreisel. Mama, kann ich das haben? Mama, kann ich das haben? Und also das ist, ich finde es schön, dass so als Teenager eben auch schon anfangen, sie mit Secondhand-Kleidung sich aber trotzdem modisch auszudrücken. Also und ich als Mutter sage jetzt mal, ich finde, sie sieht ziemlich cool aus mit ihren Secondhand-Klamotten. Also das hat irgendwie keinen Charme von abgeranzt oder so, sondern mit 13, 14 möchte man ja auch irgendwie cool aussehen. Und ich finde, das sieht cooler aus, als wenn ich jetzt irgendwie zum Fast-Fashion-Markt gehe und dort die Klamotten kaufe, die ja dann auch irgendwie millionenfach produziert sind und dann irgendwie Millionen andere Leute genau das Gleiche tragen. Also individuell ist da ja nichts. Und gerade die Jugendlichen wollen ja eigentlich gern individuell sein. Finde ich eigentlich auch so ein Widerspruch. Aber denkt irgendwie keiner drüber nach, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe es ja, wie gesagt, es ist ja nun auch schon 10 Jahre her, dass ich noch in der Industrie gearbeitet habe. Aber ich habe ja die Mengen gesehen und ich habe bei einem Unternehmen gearbeitet, wo wir eigentlich kleine Mengen hatten. Aber da kamen eben auch so die Viertelmillion oder manchmal auch bis zu 1 Million zusammen. Und das sieht jetzt bei H&M und Primark sind das noch ganz andere Mengen, die da produziert werden. Und das Ding wird dann weltweit verkauft. Das heißt, egal wo ich auf der Welt,
wo ich bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das gleiche Kleidungsstück trägt wie ich, schon relativ groß. Genau, sonst noch Fragen oder auch einfach Anmerkungen, muss ja gar keine Frage sein, irgendwie Austausch. Seid ihr selber aktiv am Nähen oder habt ihr noch Ideen, wie man quasi politischen Protest mit Textilien umsetzen kann, was ihr gerne mit uns teilen möchtet hier an dieser Stelle? Genau, und zum Thema Nähen, falls noch keiner sich meldet, kann ich auch sagen, also man muss auch gar nicht immer eine Nähmaschine haben, man kann wunderbar wirklich mit Nadel und Faden auch schon einfache Dinge nähen. Wie gesagt, so einen Buchstaben aufnähen oder aufkleben ist auch wunderbar. Ich stelle halt immer fest, also es ist schön, wenn man eine Nähmaschine hat, also ich möchte es nicht vermissen, also ich habe auch irgendwie 1, 2 mehr als nur eine, dadurch, dass ich auch regelmäßig Kurse gebe. Aber man muss eben auch mit der Nähmaschine umgehen können. Und wenn man es noch nicht kann, kann es durchaus frustrierend sein. Deswegen empfehle ich am Anfang tatsächlich auch immer erstmal Handnäharbeiten. In meiner Ausbildung auch so. Das erste Vierteljahr haben wir tatsächlich nur mit der Hand genäht, bevor wir endlich an die Nähmaschine durften. Also ne, Nadelfaden. Und selbst da muss man nicht mal kaufen. Also mir ist das inzwischen so ein kleiner Tick geworden. Immer wenn ich im Hotel übernachte, packe ich mir diese kleinen Nähpakete ein, die es da gibt. Es gibt da immer so kleine Pappschildchen mit Nähfäden drauf und Nadeln und irgendwie Knöpfchen und so. Das ist irgendwie inzwischen tatsächlich von mir ein Tick geworden, dass ich die immer mitnehme und die verwende ich dann in meinen Schulworkshops und habe dann immer alles parat. Im Idealfall sind dann sogar schon die Fäden in der Nadel eingefädelt. Das erleichtert auch ein bisschen den ersten Anfang. Ja, jeder hat so seinen Spleen, das ist meiner. Da sehe ich jemanden mit Bild. Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber ich wollte mich erstmal für den Input bedanken. Und bei mir ist es so, also mein Interesse jetzt auch an diesem Seminar kommt daher, dass ich einen Nähkurs besuche, weil ich die Nähmaschine von meiner Mutter bekommen habe. Und dann dachte ich, okay, dann waren so in den ersten Stunden, nähst du Kissen, dann nähst du Taschen. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn mit diesen ganzen Taschen, die ich jetzt übungsweise nähe? Ich könnte sie jetzt einfach so verschenken oder aber ich wollte ja immer irgendwie Spenden generieren jetzt, sei es für Sea-Watch oder Seebrücke und so. Und dann habe ich mir ein Logo überlegt und habe das dann mit einem Freund, also er hat so eine Plottermaschine und dann eine Presse und dann drauf gedruckt und jetzt habe ich schon 21 und ich weiß es jetzt echt viel mehr zu schätzen, was Näherinnen leisten. Also gut, ich bin jetzt nicht die Schnellste, aber nichtsdestotrotz, das ist ja wirklich extrem aufwendig und jetzt bin ich natürlich so ein bisschen im Zwiespalt, weil wenn ich die Sachen verkaufen will, kann ich ja nicht, also jetzt so Biomaterial könnte ich schon, aber ich wüsste nicht, wer das dann irgendwie sich leisten möchte, wenn ich dann die Materialkosten abziehe und so weiter. Also einfach nur, um das Ding dann auch am Laufen zu halten, damit ich nicht so sehr ins Minus rutsche. Und so bin ich jetzt natürlich ein bisschen hin und her gerissen. Gehe ich hier in Berlin auf diesen Markt und kaufe mir billige Stoffe, um dann die Sachen zu produzieren und die Folien draufzudrücken, die ja auch nicht irgendwie bio sind, um dann Spendengelder zu generieren. Also es ist irgendwie ein bisschen, ja, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob es jetzt einfach nur bei diesen Produkten bleibt, weil ich habe auch noch Sweatshirts genäht und die Sachen drauf gedruckt und so. Und ja, genau. Ja, weiß jetzt nur nicht so genau, wie ich da weiter verfahre. Also diesen Zwiespalt kann ich absolut verstehen. Ja, ja, ich kenne das auch. Also ich habe auch eine Freundin, die will auch immer neue Klamotten haben und die geht tatsächlich gern auf so diese Märkte hier und kauft sich da ihre billigen Stoffe. Wobei ich zumindest bei den letzten, die sie mitgebracht hat, genau, ich gucke da, weil die da im Regal drüben liegen, hat ihr eigenes Fach schon in meinem Regal mit ihren Stoffen. Die sind von der Qualität nicht so doll, fand ich. Und wie gesagt, wir wissen nicht, woher die kommen, unter welchen Bedingungen die hergestellt sind. Also in dem Fall wirklich der Tipp, schau mal in so Secondhand-Läden, ob du da möglicherweise, naja gut, für Sweatshirts wird es schwieriger, aber wenn man für Taschen oder so kann man tatsächlich schauen, dass man eben alte Vorhänge verarbeitet, als Außenmaterial so ein Vorhangstoff, als Innenmaterial kann man, eignet sich wunderbar Bettwäsche oder auch Herrenhemden. Herrenhemden sind so ein wunderbares Material, das ist so eine feine Baumwolle, verwende ich in verschiedensten Projekten inzwischen. Das ist wirklich toll.
Oder eben, was habe ich, ach genau, und dieses T-Shirt, was ich am Anfang gezeigt habe, das habe ich tatsächlich von einer Veranstaltung. Die haben halt für diese Veranstaltung T-Shirts gedruckt und am Ende waren welche übrig. Und bevor die im Müll landen, habe ich dann mal ganz laut hier geschrien, so, gib mir mal irgendwie einen Schwung. Und dann kamen dann hier irgendwie so ein paar Kartons mit T-Shirts an. Oder was ich eben, also weil du gerade sagst, Taschen, da eignen sich auch wirklich prima Werbebanner. Also da habe ich jetzt hier auch mein Lieblingsbeispiel. Passend natürlich zu meiner Farbe. Das war ein altes Werbebanner. Da habe ich mir einen Rucksack draus genäht. Kommt auch super an. Habe ich jetzt tatsächlich auch mit einer Schulklasse gemacht. Da hatte ich so einen Schwung Werbebanner. Mir kann man irgendwie so bei Veranstaltungen mal höflich nachfragen. Meistens werden sie weggeworfen. Da ist aber eben auch so der Zwiespalt, das ist jetzt halt PVC in dem Banner, ne? Also ist auch nicht so das Geilste, verlängert jetzt eigentlich nur das Elend, sagen wir mal so, aber ist ja schön, wenn ich es jetzt noch mal ein paar Jahre trage, anstelle mir einen neuen Rucksack zu kaufen, bevor das jetzt sofort im Müll landet. Und auch diese Sachen, da du sagtest Plotter, auch diese Sachen kann man wunderbar mit einem Plotter bearbeiten, also mit einem Plotter-Ausdruck. Das funktioniert auch. Also das sind so Quellen, wo ich gerne Sachen benutze. Oder aber, was ich auch viel beobachte oder wo ich inzwischen hier zumindest bei mir im Kiez bekannt bin, wenn es Haushaltsauflösungen gibt. Also wenn irgendwie die Mutti ist gestorben oder der Vati geht ins Altenheim, dann wissen die meistens schon so, ah, da ist ja die Sigrid, die ist ja immer ein guter Abnehmer für Altkleider. Und nicht nur Altkleider, sondern tatsächlich gibt es da immer, also ich habe jetzt gerade wieder 4 Umzugkartons mit Stoffen bekommen. Die Frau hat halt total gern genäht und hat irgendwie auch noch aus der DDR, hat halt immer, wenn es gab, musste man kaufen und hat wirklich meterweise Stoffe. Und diese Stoffe kann ich jetzt irgendwie auch nochmal wunderbar verarbeiten. Also eben auch zum Taschennähen oder für andere Sachen nähen. Oder ich habe mir jetzt ganz neu eingerichtet, da in der Ecke hängt es, ich habe mir jetzt eine Videoecke eingerichtet, da wir jetzt ja alle digitaler werden und habe jetzt eben tatsächlich Werbebanner und auch solche Stoffe als Hintergrund verwendet. Das heißt, ich habe mir auch da nichts Neues gekauft, sondern nehme eben diese Sachen und kann die wieder verwenden. Also das sind auch immer so schöne Quellen für Sachen. Ja, Haushaltsauflösungen oder eben, ja, Flohmarkt ist schon fast wieder zu teuer, glaube ich. Also bei Haushaltsauflösungen, muss ich gestehen, kriege ich meistens die Sachen tatsächlich gespendet. Oder aber momentan, die beste Tauschware zurzeit sind eben selbstgenähte Masken momentan, diese Mund-Nasen-Bedeckungen. Nehmen alle immer gerne. Super, danke. Da haben wir auf jeden Fall nochmal gute Tipps, wo man an die Materialien kommen kann, auf welchen Weg. Ich glaube, da muss man einfach auch kreativ sein und suchen und überlegen und vielleicht auch einfach rumfragen, noch im Bekanntenkreis, ob es Ideen gibt, wo man an Stoffe, alte Stoffe kommt. Genau, einen Tipp habe ich noch. Bei mir gegenüber ist nämlich ein Raumausstattungsgeschäft und die haben auch immer regelmäßig diese Stoffmuster. Wenn die neue Kollektion kommt, werden die alten entsorgt. Also da kann man auch immer wunderbar sich noch Sachen holen. Das sind dann manchmal nur kleine Stücke, manchmal sind es aber eben auch so 1-2 Meter, die man hat. Ist auch immer eine gute Quelle für Sachen. Ja. Aber da wollte sich, glaube ich, jemand zu Wort. Ja, genau. Helga, wolltest du auch noch? Super, dann stell dich genau laut und dann, ja. Hört ihr mich jetzt? Ja. Ja, also ich fand es erstmal ganz toll, wie du beschrieben hast, wie du arbeitest, wie du motivierst für auch Laien, sag ich mal. Was ich jetzt auch an dem Beitrag von Susan ganz spannend fand, war diese Erkenntnis, wenn man selbst mal Hand anlegt und dann die Wertschätzung für diese Tätigkeit entdecken muss zwangsläufig. Man kommt ja gar nicht drum rum, wenn man versucht, irgendwas zu schneidern oder herzustellen, was irgendwie auch tragbar sein soll. Und da finde ich solche Projekte total gut, wie du das machst, Sigrid, weil genau das ist der Punkt, wo man ansetzt, diese Wertigkeit, die man heute mit Centbeträgen bezahlt, in den fernen Ländern, die so unsichtbar für uns liegen, dass man da nochmal sagt, okay, eigentlich stimmt da ganz viel nicht, auch in dem, was wir so günstig vor uns haben. Und diese tonnenweise Wegwerfen, das ist ein ganz schlimmer Prozess, weil da so viel Arbeit und so viel Wissen dahinter steckt, was wir einfach in die Tonne kloppen müssen, weil wir von der Menge nicht uns erholen können. Also da finde ich diese Projekte unheimlich wirksam, dass jeder Einzelne nochmal drüber nachdenkt, was habe ich eigentlich in der Hand oder wie ist es entstanden. Und
Und nicht nur auch die Arbeit, sondern auch das Material. Das dauert ja jahrelang, bis diese Materialien wachsen, wenn es Naturmaterialien sind. Die müssen hergerichtet werden, die müssen gefärbt werden, produziert werden, veredelt werden. Das ist ein Wahnsinnsprozess und das ist überhaupt uns überhaupt nicht klar. Das ist total im Verborgenen. Deswegen finde ich diese Prozesse, die du jetzt da anleierst, unheimlich gut. Aber vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Genau, zu dem Wachsen. Ich habe das tatsächlich mal auf dem Balkon probiert. Also so eine Baumwollpflanze braucht ein Dreivierteljahr, bis die erstmal zur Blüte kommt. Und dann muss man regelmäßig gießen. Die ist halt verdammt durstig. Und dann kommen dann irgendwie auch so kleine Tierchen, die da gerne dran rumknabbern. Also wir haben es nicht bis zur Ernte geschafft, leider. Fanden meine Kinder nicht so toll. Aber wir haben es probiert. Genau, und das andere mit diesen, weil du sagst, was so alles dranhängt. Ich habe das auch mal als Projekt in der Schule gemacht. Ich habe mich da leider ein bisschen, die Lehrerin fand das leider nicht so gut. Ich habe das mal, ich wollte Selbsterfahrung machen. Ich habe mal mit den Schülern quasi so eine Produktionskette aufgestellt. Also, die einen haben, ich hatte ein Schnittmuster dabei, wir wollten einfach Beutel nur, Schuhbeutel nähen. Dann gab es die Abteilung Zuschnitt, dann gab es die Abteilung erster Schritt, zweiter Schritt und so weiter und dann zum Schluss Qualitätskontrolle und wie bei der Qualitätskontrolle haben dann eben auch manchmal noch gesagt, so nee, das muss nochmal genäht werden und das wollte ich eigentlich mal 2 Stunden am Stück machen. Da ist mir leider die Lehrerin dann reingegrätscht und hat gesagt, so nee, also wir haben jetzt Pause, wir müssen jetzt Pause machen und außerdem müssen die Kinder jetzt mal was essen und die müssen mal zur Toilette. Und ich dann so, naja, das ist ja aber gerade der, das war ja gerade die Idee daran, dass sie das mal über einen kurzen, überschaubaren Zeitpunkt mal erfahren können, wie das ist, dass ich jetzt eben mal nichts essen kann, dass ich jetzt mal nicht aufs Klo gehen kann, sondern dass ich jetzt mal hier konzentriert arbeiten muss und dass eben dass der Nächste, der an dem Kleidungsstück arbeitet, der baut eben auf dem auf, was ich vorher gemacht habe. Und wenn ich vorher Kacke gebaut habe, dann kann am Endeffekt auch nichts Gutes rauskommen. Das heißt, jeder ist in der Verantwortung, dass jeder Schritt eben auch wirklich ordentlich ausgeführt wird. Also bei den Kindern ist ganz viel angekommen, die waren danach wirklich fix und fertig. Was heißt Kinder? Das war eine 8. oder 9. Klasse, ich weiß es gar nicht mehr. Also 14 etwa. Aber wie gesagt, in der Schule ist es dann leider nicht so gut angekommen. Ich musste das Experiment dann abbrechen. Hätte ich vielleicht vorher besser mit der Lehrerin mich abstimmen müssen. Aber es ist, genau, es ist wichtig, irgendwie so über die Selbsterfahrung eben so ein Gefühl dafür zu kriegen, so, boah, das ist echt viel Arbeit. Und das kann nicht sein, dass wenn ich ein T-Shirt kaufe, dass ich dafür weniger Geld bezahle, als für die Tasse Kaffee, die ich dann nebenan trinken gehe. Genau. Ja, Helga? Ich finde es auch unglaublich, dass eigentlich textile Werkstätten in Deutschland fast nur noch für therapeutische oder künstlerische Zwecke betrieben werden. Es gibt quasi keine Werkstätten mehr, die wirklich, um Kleider zu produzieren, arbeiten. Das finde ich auch, das haben wir echt komplett weggegeben, das Produzieren von Kleidungsstücken. Und das kann vielleicht wieder kommen, wenn die Nachfrage wieder da ist, wie funktioniert das eigentlich, aber wir müssen da echt eine Menge wieder aufholen, wenn das wieder werden soll. Wenn es überhaupt jemals wieder werden kann, ist die Frage, ja. Also zu dem Thema hatte ich vor 2 Wochen eine wunderbare, interessante Diskussion mit verschiedenen, also mit einer Hochschule und Forschungsinstitut. Da ging es auch darüber, macht es Sinn, Produktion wieder in Deutschland stattfinden zu lassen, weil wie du sagst, es ist kaum noch. Also es gibt ein paar vereinzelte Fabriken, die es versuchen. Es ist hier diese Manu Mama in Süddeutschland, die hier in Deutschland produzieren, aber und es gibt irgendwie hier diesen mit dieser Schimpansenwerbung, wie heißt denn das? Genau, die angeblich auch in Deutschland produzieren, aber da hört es dann auch schon auf. Und ansonsten sind es halt hauptsächlich irgendwelche Behindertenwerkstätten, wie es so schön heißt. Ich bin da auch hin und her gerissen. Also so, wie wir momentan Kleidung produzieren und vor allem in diesen Mengen, wie momentan Kleidung produziert wird, wird es nicht klappen, die Produktion wieder zurück nach Deutschland oder überhaupt nach Europa zu holen. Ich bin aber der Meinung, da müsste sich halt ganz viel ändern, dass einfach nicht mehr diese Mengen konsumiert wurden. Also ich meine, uns wird ja auch eingeredet, wir müssen ständig was Neues kaufen. Und es ist ja auch so, also ich sehe das ja bei den Kiddies, wenn die kommen mit ihren beim großen P gekauften T-Shirts, die nach 3-mal Waschen tatsächlich auseinanderfallen. Da macht auch kein Upcycling mehr Sinn. Da bist du ja gezwungen, was Neues zu kaufen. Also davon müssen wir weg, dass wenn die Baumwolle ein Dreivierteljahr auf dem Feld gewachsen ist und ich dann ein T-Shirt habe, das ich irgendwie nur 3-mal tragen kann und dann ist es kaputt, ist es ja völliger Blödsinn. Also
macht ja echt überhaupt gar keinen Sinn. Also wir müssen weg von diesem Fast-Konsum. Weil du ja auch mit der einen Baumwollpflanze noch lange kein T-Shirt hast. Du brauchst ja viele Pflanzen. Kommt ja noch dazu. Genau, genau. Und aus der Baumwollpflanze ist ja auch noch kein T-Shirt. Da sind ja eben noch diese ganz vielen Schritte dazwischen, bis überhaupt was entsteht. Ne? Und auch, also das werden wir, die Baumwollproduktion werden wir nicht nach Deutschland verlagern können. Wobei, ich meine, gut, Klimawandel, es wird wärmer bei uns. Irgendwann wächst vielleicht auch die Baumwolle in Deutschland. Aber man kann ja auch nach Alternativen schauen. Also ich habe jetzt noch so ein anderes Projekt, so ein Forschungsprojekt mit einer Schulklasse. Die haben eigentlich als Aufgabe mal zu herauszufinden, was gibt es für Alternativen. Also es gibt ja irgendwie die Brennnessel bei uns, womit man arbeiten könnte, die überall wächst. Es gibt Hanf, der hier gut wächst. Oder aber so ein Steckenpferd, weil ich hier in der Gegend wohne, wo ganz viel Pappeln wachsen. Und früher Sommer liegen überall diese Pappelblüten herum. Das sind ja wunderbar weiche Baumwoll, also nicht Baumwoll, aber Wattebäuschen, also ob man nicht damit was machen kann. Also haben die jetzt als Aufgabe, die Schüler, die sollen mal gucken in ihrem Chemielabor, ob sie da irgendwie was draus machen können. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht geht es auch schief, keine Ahnung. Aber das sind so Sachen, wo ich mich auch versuche, irgendwie, ja, wo einfach mal so um die Ecke zu denken und zu gucken, wie können wir von dem, wie es bisher ist, weg? Weil so, wie es bisher läuft, ist es kacke und es läuft einfach nicht. Es ist Mist. Wir müssen davon weg. Weil es kann nicht sein, dass wir, damit wir unsere wöchentliche neue Klamotten haben, dass dafür am anderen Ende der Welt Menschen sterben. Also ne, es gibt immer noch Menschen, die da sterben. Oder halt einfach nur in beschissenen Verhältnissen leben, was auch nicht viel besser ist. Genau. Und dafür, genau, setzen wir uns ein, und darüber haben wir, über diese miserablen Verhältnisse haben wir in der Veranstaltungsreihe sehr, sehr viel auch gehört, auch von verschiedenen Seiten. Wir haben aber auch Handlungsmöglichkeiten diskutiert, unter anderem heute auf der individuellen Ebene. Wir haben aber auch viel darüber diskutiert, was muss die Politik, was müssen Unternehmen machen, was muss sich für die Arbeiterinnen vor Ort verändern, um auch dort vernünftige, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu schaffen und Arbeitsbedingungen, die menschenwürdig sind und die Arbeiterinnen dann auch einen Lohn bekommen, von dem sie leben können. Und natürlich auch die Umwelt ebenso im Blick ist bei der Produktion. Genau, wir sind jetzt leider schon am Ende von dem ersten Teil unseres heutigen Abends. Mein Telefon ist mit meinem Computer verbunden und deswegen klingelt der mit. Ah, ja. Sorry. Vielen Dank, Sigrid, dass du uns vielfältige Einblicke gegeben hast, dass du uns gezeigt hast, was möglich ist, viel erzählt hast von deiner Arbeit. Ich denke, da waren viele dabei und Inspirationen für uns, wie wir selber auch auf kleiner Ebene vielleicht für uns andere Kleidung machen können, als die, die wir in den Läden kaufen.